Ich habe einen alten Laptop mit einer AMD-Grafikkarte auf Windows 10 gebracht. Dabei ist mir aufgefallen, dass der beim Hochfahren 2 Minuten hängen bleibt. Ob ihr das gleiche habt, da müsst ihr mir kurz zuhören und entscheiden, ob das bei euch auch das Problem ist. Also ich fahre den PC hoch, da der Windows-Balken dreht sich kurz oder dieses Windows-Rädchen dreht sich kurz und kurz bevor der Anmeldebildschirm kommt, hängt der PC ungefähr 2 Minuten und dann kommt direkt der Anmeldebildschirm. Und während er hängt, sieht man einfach nur einen schwarzen Bildschirm. Dieses Verhalten wird von ULPS ausgelöst. Das ist ein Feature von AMD-Grafikkarten, nennt sich wohl Ultra Low Power State. Das verursacht, dass eine der beiden Grafikkarten, die im Laptop verbaut sind, in den Sleep-Modus geht, wenn sie nicht genutzt wird. Das ist relativ nützlich, da weniger Hitzeentwicklung im Laptop stattfindet und der Akkuverbrauch sinkt. Dieses Bootproblem kann man jetzt ganz einfach beheben. Ich zeige euch mal hier was von der AMD-Community. Die sagen einfach, naja, mach doch den Registrierungseditor auf und dann kannst du einen Wert von 1 auf 0 setzen und damit ist dieses Feature deaktiviert. Prinzipiell ist das Bootproblem damit gelöst, aber dann sind immer beide Grafikkarten aktiv. Das merkt man auch am Lüftergeräusch. Ich wollte da eine elegantere Lösung finden und die habe ich auch gefunden. Nach viel Googelei ist mir dann aufgefallen, dass dieses Feature erst ab einer bestimmten Treiberversion mit Windows 10 Probleme macht. Der Trick ist also, eine alte Treiberversion, die es nur für Windows 7 gibt, zu benutzen und immerhin hat man dann dieses Feature aktiv. Wenn ihr natürlich jetzt aus was für Gründen auch immer einen neueren Treiber benötigt, ja, dann habt ihr halt Pech gehabt. Dann müsst ihr entweder diese Funktionalität abschalten und mit einem höheren Stromverbrauch leben und dann eventuell mit einer kürzeren Lebensdauer eures Gerätes oder ja, ihr nutzt halt die alte Version und da könnt ihr das Feature immerhin nutzen. Da der PC, den ich jetzt hier administriere, nur ein Office-PC ist, brauche ich jetzt keine neuen Treiber-Features. Dieses Feature ist also erstmal wichtig für mich. Wenn ihr jetzt das Video schaut, gehe ich ja mal davon aus, dass ihr das Problem quasi schon habt und wir gehen jetzt also mal so vor, um das Ganze zu bereinigen. Ich hätte euch das Ganze jetzt gerne in Bewegtbild gezeigt, das geht aber nicht, wenn man am Grafikkartentreiber rumoperiert, dann schmiert die Recording-Software natürlich ab. Deshalb gibt es das jetzt hier in Screenshots. Ich habe das aber auch nochmal auf meinem Blog aufgedröselt. Der Link folgt dann in der Videobeschreibung, wenn der Artikel fertig ist. Als erstes solltet ihr den Gerätemanager aufmachen. Das geht zum Beispiel über Ausführen und devmgmt.msc einfach eintippen und auf OK. Dann öffnet sich der Gerätemanager. Unter Grafikkarten findet ihr dann AMD Radeon, zwei Stück in meinem Fall, die 6520G und die 7400M. Und da, wenn die so angezeigt werden, heißt das, der Treiber wurde installiert, passiert bei mir zum Beispiel über das Windows Update. Unsere Aufgabe ist es jetzt, diese Treiber zu entfernen. Dazu gibt es zwei Wege. Ich würde euch empfehlen, beide durchzuführen. Als erstes nehmt ihr das AMD Cleanup Utility. Das verlinke ich euch mal und das sollte erstmal dafür sorgen, dass gar nichts mehr von AMD auf eurem Gerät läuft. Wenn das durchgelaufen ist, dann prüft bitte mal im Gerätemanager, also geht nochmal zurück, ob das so aussieht. Wenn da muss jetzt bei beiden Grafikkarten Microsoft Basis Display Adapter stehen. Sollte das nicht der Fall sein, steht da immer noch AMD, dann bitte Doppelklick auf das Gerät und auf Gerät deinstallieren klicken und im nächsten Dialog dann Treibersoftware für dieses Gerät löschen auswählen. Das verhindert einfach die Neuinstallation des falschen Treibers. So, also schlussendlich solltet ihr den Status dann haben, dass da Microsoft Basis Display Adapter steht. Dann geht es eigentlich schon los. Ihr nehmt den alten Treiber, den ich jetzt vorhin noch nicht genannt habe. Das ist der AMD Catalyst 15.7, nicht den 15.7.1, weil ab da gehen diese Probleme los. Für Windows 7 64-Bit. Ich versuche mal einen Link zu finden und den euch in die Videobeschreibung zu packen. Den entpackt ihr mit 7-Zip, also nicht die Exe ausführen, sondern einfach entpacken. Kann auch sein, dass mit der Exe funktioniert. Ich habe es jetzt einfach so gemacht und merken, wo der entpackte Ordner liegt. Jetzt gehen wir wieder in den Gerätemanager, wo unsere beiden Microsoft Basis Display Adapter auf uns warten und machen da einen Doppelklick drauf. Hier kann ich jetzt Treiber aktualisieren auswählen und im nächsten Dialog wähle ich dann auf dem Computer nach Treibersoftware suchen aus. Jetzt gebe ich den Ordner an, wo ich vorhin den Treiber entpackt habe. Und dieser Dialog führt dann dazu, dass in der Regel beide Grafikkarten installiert werden. Ich muss diese Prozedur also jetzt nicht nochmal für die andere Grafikkarte machen und warte einfach, bis der Treiber installiert wird. Das dauert jetzt ein bisschen und damit seid ihr alle Probleme los. Ihr könnt in der Registrierung nochmal prüfen, auf was dieser ULPS-Adapter steht.
der sollte auf 1 stehen. Falls das nicht der Fall ist, einfach nochmal setzen. Wenn ihr kontrollieren wollt, dass das Feature aktiv ist, bei mir hat GPU Set das eigentlich ganz gut erledigt. Und zwar kann man da die Grafikkarte unten in so einem Dropdown-Menü auswählen. Und eine Grafikkarte sollte halt aktiv sein, die hat dann auch eine Temperaturanzeige entsprechend, und die andere sollte inaktiv sein. Das sieht dann so aus. Wenn ihr unten die Grafikkarten umschaltet, war es bei mir immer so, dass das dann so eine Minute gehangen hat, der PC da einfach abwarten, und dann seht ihr, dass die inaktiv ist. Man hört es übrigens natürlich auch am Lüftergeräusch vom Laptop. Also mein Tipp nochmal abschließend ist, nicht dieses Feature in der Registrierung abzuschalten. Gerade nicht bei Laptops. Ich meine, bei Tower, gut, da kann es egal sein. Wobei, ich glaube, das ist jetzt ein spezifisches Laptop-Problem hier. Und lieber den alten Treiber benutzen, falls ihr nicht angewiesen seid auf neuere Features von neueren Treibern. Da das Problem aber auch nur auf alte Grafikkarten zutrifft und da jetzt ja der Treiber eh abgekündigt ist, denke ich mal, kann man da eine ältere Treiberversion noch verschmerzen. Hauptsache, dieses Feature funktioniert.